19. August 1991. Als Tatjana Jakowlewa an diesem Tag ihr Fernsehgerät einschaltete, gab es überall das gleiche Programm. Tschaikowski, Schwanensee. Zuerst dachte sie, das Gerät sei kaputt. Zur selben Zeit fuhren andernorts in Moskau 700 Panzer und bewaffnete Truppentransporter auf. Im Weißen Haus, dem damaligen Sitz des Ministerrats, versammelte sich derweil das Parlament. Ein Putschversuch hatte begonnen, von langer Hand geplant von hochrangigen Führern der Kommunisten. Sie hatten gehofft, von der Bevölkerung Unterstützung zu erhalten, denn die hoffnungsvoll begonnene Perestroika hatte mittlerweile viel Chaos angerichtet. Gorbatschow wurde in seinem Anwesen auf der Krim festgesetzt und vom örtlichen KGB unter der Führung von Obersten Lew Tolstoi, übrigens einem direkten Nachfahren des gleichnamigen Schriftstellers, bewacht. Doch in Moskau regte sich der Wahlwiderstand aus dem Volk auf der Straße gegen den Putsch. Von dort übertrugen wenige unabhängige Radiostationen als einzige verbliebene Sender. Die Putschisten organisierten zeitgleich eine Pressekonferenz. Putschistenführer Janajew erklärte dort mit zitternder Hand, Gorbatschow sei erkrankt und er ist jetzt Oberhaupt des Staates. Die Menge der Protestierenden draußen schwoll derweil an. Von den Putschisten wurden Wasserwerfer eingesetzt. Auf der Krim gelang Gorbatschow eine Videoaufzeichnung. Er konnte sie jedoch nicht verbreiten. Zu ihm loyale Einheit der Küstenwache versuchten wegen der Abriegelung durch den KGB vergeblich Kontakt zu ihm aufzunehmen. Auch die Schwarzmeerflotte hielt sich für einen Befreiungsversuch bereit. Im Weißen Haus wurde derweil von den Gegnern der Putschisten eine Erstürmung des Parlaments befürchtet. In der Tat war die Eliteeinheit Alpha der Befehl zu einer solchen gegeben worden, aber erstmals in der Geschichte der Einheit führte diese den Befehl nicht aus. Es war der Anfang vom Putschende. Der Widerstand aus dem Weißen Haus konnte sich stabilisieren und erhielt massenhaft Zulauf aus der Bevölkerung und schließlich der Armee. 2 Tage nach Putschbeginn begannen die Truppen in der Stadt abzuziehen. Der Coup der Altkommunisten war gescheitert. Als Gipfel ihrer Niederlage rissen Demonstranten das Denkmal des Gründers der einst gefürchteten sowjetischen Geheimpolizei von dem KGB-Hauptquartier nieder. Die Strafen für die Putschisten waren ausgesprochen milde. Überhaupt verhaftet wurden nur die Anführer und auch diese kamen durch eine Amnestie bald wieder frei. Größer waren die Folgen für die Sowjetunion. Durch den misslungenen Putsch erstarkten ihre Gegner und 5 Monate später wurde sie durch ihren völligen Zusammenbruch ein Stück Weltgeschichte. And I'll be strong.